Letzte Woche haben wir hier im Kanal darüber gesprochen, was es mit den Rechten und Pflichten beim Kauf und beim Verkauf von Optionen auf sich hat. Ich blende dir das Video hier oben nochmal ein. Falls du das nicht gesehen hast oder falls dir das noch unklar ist, schau es dir einfach nochmal an und bitte auch mach das, dass du dir dieses kleine Schaubild, was ich aufgezeichnet habe, entweder du schaust es nochmal, du druckst es dir aus oder aber du zeichnest es dir selber nochmal auf, das würde ich am ehesten machen, ne? Und dann lernst du das einfach auswendig. So, und jetzt gehen wir mal in die Praxis, okay? Ich habe hier eine Aktie genommen, das ist Apple, aber das könnte jetzt auch jede andere sein und ich habe hier einfach drei Linien eingezeichnet, okay? Ich habe drei Linien eingezeichnet und zwar wahllos. Die haben also keine Bedeutung. Ich habe einfach gesagt, hey, eine muss unter dir, hier ist der aktuelle Preis. Halt, muss ich erst kurz hier machen, damit wir zeichnen können. So, also, und zwar machen wir mal hier ein schönes Gelb. Also, hier ist der aktuelle Preis und jetzt habe ich eine einfach darunter, eine direkt am Preis und eine darüber gemacht. So, und jetzt kommen wir auf diese komische Moneyness zu sprechen. Ja, komisches Wort kann man auch irgendwie schlecht ins Deutsche übersetzen. Moneyness. So, und da gibt es drei Stück. Da gibt es, ich mache das mal unten hin, at the money, ATM oder am Geld. Dann gibt es in the money und dann gibt es out of the money. So, und das Erste, was wir jetzt hier machen, ist Folgendes. Nämlich, wir klären, wo ist was. Okay, und das ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir fangen mit dem Simpelsten an, nämlich mit at the money am Geld. Und das ist ganz einfach, nämlich egal, ob es ein Call ist oder ob es ein Put ist, at the money ist immer hier genau am Geld. Das heißt also, eine Option, die von ihrem Strike her genau da ist, wo der aktuelle Preis ist. Also jetzt mal angenommen, hier der Preis ist irgendwo hier so bei 184 und dann können wir sagen, also 184, 185 und von mir aus auch noch 183, also eins genau, eins drüber, eins drunter. Das ist alles at the money, okay? Und das gilt für Calls und auch für Puts. Also das heißt hier diese Linie, das ist at the money, der Strike sozusagen, at the money, und zwar Call als auch Put. So, okay, simpelste Sache. At the money am Geld gilt für Calls und für Puts gleich. Das heißt ein 184er Call ist at the money, 184er Put ist at the money. Jetzt kommen wir zu den Strikes, die unterhalb bzw. oberhalb des Preises liegen. Und wir fangen mal an mit, machen wir sie grün. Warum? Grün, Call-Optionen, sogenannte Kaufoptionen. Ne? Machen wir mal, was bedeutet das? Also, wenn wir einen Call haben, der hier ist, und einen Call haben, der hier oben drüber ist. Okay, was sind die dann von ihrer sogenannten Moneyness? Wir wissen schon mal, hier at the money können sie nicht sein, weil das haben wir schon in der Mitte. Also müssen die in the money oder out of the money sein. Was sind die jetzt? Jetzt überleg mal. Wir haben im ersten Teil gesagt, ein Call berechtigt dich, wenn du ihn kaufst, ne, und das ist immer das Einfachste, du merkst das mit dem Kauf, berechtigt dich beim Kauf, dass du das Underlying kaufen darfst. Du hast das Recht, nicht die Pflicht, du hast das Recht, ich darf kaufen. So, und jetzt musst du dir nur überlegen, würde das zum jetzigen Moment Sinn machen, diese Option zu nutzen? Also nicht sie zu handeln, sondern sie zu nutzen. Und da fangen wir mal an. Wenn wir jetzt hier gesagt haben, das ist der aktuelle Preis, und jetzt hättest du eine Option hier oben, ne, auf einem höheren Preis, also der Strike ist hier oben. So, wenn du diesen Call kaufst, dann hast du das Recht, zu diesem Preis, also oberhalb des aktuellen Preises, das Underlying, sprich in dem Fall die Apple-Aktie, 100 Stück, zu kaufen. Du hast das Recht, das zu tun. Macht das Sinn? Ne? Also macht das Sinn, dann für den Käufer dieses Recht auszuüben? Nein, es macht keinen Sinn. Und aus dem Grund sind diese Optionen out of the money. OTM. Okay? Out of the money. So. Und umgekehrt, wenn wir jetzt hier unten sagen, ja, hier, sagen wir es sind 140, wenn du jetzt die Apple-Aktie hast bei 185 und dein Strike-Preis ist 140 und du kaufst eine Call-Option, würde es Sinn machen, diesen Call auszuüben, heißt das. Ne? Also, würde es sich lohnen, eine Option zu besitzen, die dir das Recht gibt, Apple-Aktien für 140 zu kaufen, wenn der aktuelle Preis 184 ist? Richtig, würde Sinn machen. Und weil es Sinn macht, sind diese Optionen in the money. Okay? Sind
in the money, die sind im Geld. So, die haben einen sogenannten inneren Wert. Okay? Also, Call, wo der Strike-Preis oberhalb des aktuellen Preises ist, out of the money. Call, Strike-Preis unterhalb des aktuellen Preises, in the money. Und jetzt kannst du dir schon denken, wie schaut das dann aus bei einer Put-Option? Und das ist ganz, ganz simpel, denn es ist genau umgekehrt. Also, wenn wir sagen jetzt hier oben einen Put, du kaufst einen Put, der Käufer, ne, machst immer vom Käufer aus, das ist immer das Einfachste. Der Käufer hat immer das Recht, bei einem Put etwas zu verkaufen. So, okay, jetzt überleg mal. Jetzt ist der Preis bei 184. Du könntest hier oben für 204,5 könntest du Aktien verkaufen. Das heißt, du könntest zu einem höheren Preis verkaufen, als er jetzt ist. Macht das Sinn? Glaub schon. Ne? Also ist diesmal der Put hier oben in the money. Also genau das Gegenteil von dem Call. Und dann muss es so sein, dass der Put hier unten out of the money ist, weil der berechtigt dich, der Put berechtigt dich, die Aktien für 140 zu verkaufen. Du hast das Recht, wenn du den Put gekauft hast, das Ganze zu verkaufen. Würdest du aber über die Option deine Aktien zu 140 verkaufen wollen, wenn du an der Börse dafür 184 kriegen würdest? Nein, ne? Also macht das wirtschaftlich keinen Sinn. Alles, was wirtschaftlich keinen Sinn macht, ist out of the money. So. Und das sind so ganz simple, einfache Eselsbrücken. Jetzt noch ein Praxistipp. Wenn du dir aus dem ersten Video diesen kleinen Flowchart herausgenommen hast, okay, dann geh als nächstes her, nimm dir ein paar Charts, zufällig, zeichne zufällig Linien ein und dann sagst du, okay, das ist ein Call. Was hätte der Käufer dieses Calls jetzt für ein Recht? Ne, immer Recht. So, also was hat er für ein Recht? Ja, er darf kaufen. Okay, macht das jetzt hier Sinn? Ja, es macht Sinn, weil es liegt unterhalb, also ja, in the money. Ne? Es liegt genau im Preis, at the money, okay. Und es liegt oberhalb, macht das Sinn? Nein, so, also deswegen out of the money. Und dann machst du das Ganze nochmal mit Putz, das übst du 10-mal, dann wirst du diese Frage nie wieder stellen. Und eines Tages werde ich nachts um 3 bei dir klingeln und werde dich wecken und werde dir diesen Chart vor den Augen halten. Hier vielleicht Apple oder vielleicht irgendein anderer sagen, so, und jetzt sagen wir, ist der Call ETM, ATM oder OTM und du wirst es wissen, okay. Also, ist ganz simpel, ist gar nicht so kompliziert. Und deswegen, das sind so Basics, ne? Wenn du dich am Anfang schwer tust, glaub mir, das hat jeder gehabt. Ne? Das hat jeder gehabt, weil es sind Begriffe, mit denen hat man nicht so viel zu tun. Das hat man nicht so viel in seinem tagtäglichen Börsenhandel. Und aber keine Sorge, irgendwann, ne, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, geht dir das in Fleisch und Blut über und da kann nichts mehr passieren. Danke fürs Zuschauen. Neues Video gibt's demnächst.